Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Ich bin umgezogen. Ich wohne jetzt hier in der Höhle, Leute. Ich bin einigermaßen gut weggekommen daheim. Zwischenzeitlich kommen auch immer wieder mal Besucher. Also wir müssen nach dieser Höhlenrunde, die ich für heute angekündigt habe, unbedingt daheim ein bisschen mehr Defense aufbauen oben. Ich will in ein sicheres Zuhause zurückkehren und ich will auch den Kelvin vor Ort lassen in einem sicheren Zuhause, wenn ich unterwegs bin. So, ich bin natürlich heute schon mal vorgegangen, weil das haben wir super selten, dass ich direkt mal loskomme. Für alle, die wissen wollen, wo diese Höhle ist. Warte mal. Hier oben, ne? Unten seht ihr Virginia und Kelvin, die sind zu Hause. An unserem Absturzplatz rechts ist die Höhle. Hier ist das Tauchgerät drin. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt direkt rein. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es uns schon eingestellt habe von der Helligkeit. Und dann dürften wir heute innerhalb der Folge die komplette Höhle schaffen. Genau, es sieht so aus, als ob ich es eingestellt hätte ordentlich. Wir werden es aber sehen, wenn es zu dunkel wird. Jetzt haben wir das Problem, dass der Nameless natürlich friert. Ich habe die Winterjacke noch nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich die irgendwo übersehen. Da müssen wir dann nochmal direkt hin. Das könnte man aber dann die Tage machen, wenn das mit der Energie, wenn das mit der Defense oben am Häuschen ist. So lange muss ich halt gucken, dass ich ihn aufwärme mit der Fackel oder so, ne? So, pass auf. Essen, Trinken ist soweit klar. Wir trinken noch eine Dose. Mollys habe ich noch 3 Stück. Ich würde fast sagen, also ich habe auch wieder eine Falle dabei heute. 1, 2, 3. Ich meine, die haben wir damals auch mit den Mollys viel gemacht, weil Feuer bringt doch denen richtig Damage, ne? Wir müssen mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie viele Feinde hier drin sind. So, daneben, das ist einigermaßen gestärkt. Pass auf. Die kleine Axt lasse ich jetzt erstmal weg. Ich nehme heute die große Axt auf die 1, ja? Dann würde ich den Speer auf die 2 nehmen. Da habe ich nochmal gelesen in den Kommis. Speer kannst du die Fingertypen stunnen und dann würde ich einfach von 2 auf die 1 wechseln. Die Mollys würde ich auf die 3 nehmen heute mal und den Stun-Button auf die 4 und das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Dann gehen wir jetzt einfach mal gucken, was heute geht. So, die Flares, die sind immer wichtig. Muni, hier haben wir schon mal den Tank, den Lufttank. Hier liegt auch nochmal Muni. Puffcorp, Outbit, Sahara, Therapeutics. Hey, da kriege ich immer Forest Vibes ohne Ende, wenn ich Sahara lese. Ne? Das waren die Labore von denen damals dort auf der Insel. Ne, schon genau. Ja. Hasse, hasse. Neuer Ort entdeckt. Unterhaltungsbunker, Leute. Der Unterhaltungsbunker ist jetzt entdeckt. Das heißt, der wird jetzt auf der Karte wahrscheinlich angezeigt. Ne? So, jetzt bin ich gespannt. Aber wir könnten trotzdem... Nimm doch die Taschenlampe, nimm das, du hast so viel Batterien. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken. Hallo? Ich dachte, ich frag mal. Sollten wir in einer Runde schaffen heute das Ding? Ich glaube, das war nicht so krass wie die anderen Höhlen. Achtung, hier sind Fledermäuse. Draußen waren schon welche, die mich... Genau, genau, diese Scheiße bin ich von euch gewohnt. Da hängt ein Kiefer. Dieser Kiefer hängt schon tiefer. Was liegt hier? Ein Fuß. Noch mehr Füße. Ist so ein richtiger Fetischlade hier drin. Rohes Fleisch. Am geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Wobei ich vermute, Gaul wäre noch die beste Option, wenn das Fleisch Gaul wäre. Ich glaube nicht, dass das... Ich habe es trotzdem mal reingemischt ins Inventar. So nämlich. Bevor das jetzt hier... Bevor das jetzt hier schief geht, baust du mir schon mal dein Gerät auf. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Schon mal sehr gut. Nimmst du die gleich in die Hand? Kannst du? Nee, geht nicht. Das haben wir doch in der letzten Höhle schon. Ich guck mal, ob da überhaupt schon jemand kommt so früh. Mal Taschenlampe weg. Hier sind bestimmt welche drin. Uns ist kalt. Jetzt friert er auch schon. Jetzt schon, Leute. Da kommen sie, ne? Da vorne läuft was.
das einfach mal jetzt. Ja, gar gegen die wollte ich es eigentlich nicht einsetzen, Navy. Die schaffst du auch mit der Axt. Oder mit der Falle. Wo ist denn die vorne im Wasser? Ja, das sind schon einige. Da hinten sehe ich noch mehr Beine. Guck mal unsere Energie an, wie die durch die Kälte, ne? Müssen wir gleich die Fackel mal ausrüsten. Ah, da ist der Kollege. Siehst du mich nicht? Ich stehe hier. Guck mal hier, ich schmeiß dir mal einen Schwimmring zu. Den will er nicht. Stückle noch, dann hast du es, komm. Ja, der hängt jetzt da rum. Ja, das Problem ist, hier ist schweinekalt, ne? So, das war mir doch wichtig, dass ich schon mal einen ausgedünnt habe. Jetzt gucken wir mal, wo der andere da rumhängt. Wie war das nochmal? Muss ich die mit rechts zünden? Nee. Irgendwie habe ich nicht wirklich getroffen, ne? Daneben. Oh je, das fängt ja super an. Das mit dem Speerstand habe ich in den Comics gelesen, ne? Wenn du den Speer zwischen die Beine schmeißt, dann wird er so gestunt, wie wenn er auch in der Falle hängen bleibt und bückt sich so nach unten. Und dann kannst du ihn ja schön bearbeiten. Aber man muss natürlich mit dem Speer auch treffen. Zwei ist weg. Ja, ein Stückchen noch. Passiert natürlich gelegentlich. Vielleicht nehmen wir uns doch ein paar Mollys für die in Zukunft. Ich glaube, Feuer macht an allen ziemlich gut Damage. Wenn ich ihn jetzt sehen würde, wäre es eine Geschichte. Hat er sich auch gedacht. Komm noch ein paar Meter fort, Digga, dann sind wir schon durch. Alter. Kommst du? Alter, ist das ein Typi. Komm, Rona. Ist auch ein Flexer ein bisschen, oder? Okay, das geht auch so. Also im Prinzip, wenn du einen Schlag machst und zurückweichst, geht es wahrscheinlich auch. Ohne, dass man so ein Riesentheater macht, ne? So, aber wir wollen das ganze Thema ja heute erledigen. Oh, guck mal, wie schön er jetzt die Falle hat, ohne dass sie mir im Gesicht hängt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich muss gucken, ob da Loot liegt, ne? Typen liegen da, aber kein Loot. Sag mal, war das eventuell sogar die Höhle, wo der Haifisch im Wasser war? Gib mir mal kurz die Fackel, dass der Nebel sich ein bisschen aufwärmt. Jo, so siehst du auch was. Schade ist halt nur, kann er Fackel und Ding mit einer Hand tragen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss es probieren kurz. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich meinen Speer hingeschleudert habe. Ne, Fackel und Ding ist immer nur entweder oder Geschichte. Wo hast du den Speer hin? Ich hätte schon gerne nochmal einen Try gemacht mit dem. Weg ist er, sagte. Na also. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter.
links oder rechts? Oh. Die sind aber auch so leise, weißt du? Ich höre die dann teilweise gar nicht, wenn die kommen. Ich weiß es nicht. Wir können nur eins machen. Wir gehen rein und gucken. Ich weiß auch nicht mehr, welche Richtung. Hier ist niemand. Hier ist Wasser. Aber nicht das, was ich gedacht habe mit dem Haifisch. Ich lasse mal die Falle jetzt für einen Moment vorne. Ich habe halt kaum Rüstung, ne? Ich hätte dem seine Rüstung. Habe ich die nicht? Hallo? Zieh sie doch an. Hier ist niemand. Hier ist ein riesen Höhlenabschnitt. Ohne Feinde? Okay. An der Falle müssten wir praktisch dann nachher einfach nochmal... dann dem anderen Gang folgen, richtig? Batterie hat er gerade gewechselt. Ja, hier ist es mit dem Haifisch. Dann habe ich mich doch richtig erinnert. Und ich weiß auch noch, dass die Höhle nicht so krass war. Hätte ja sein können, dass es wie am Flieger ist, dass man was kriegt, weißt du? Ist also nicht so geil, die Idee, dass ich... Sammel doch nicht die ganzen scheiß Dinger ein, die brauchst du doch gar nicht. Hier ist der Haifisch drin, so viel weiß ich noch. Energie. Gut, solange du frierst, wirst du da wahrscheinlich nicht mehr rausholen. Jetzt bin ich total überfragt. Haben wir den damals nicht gesehen? Haben wir den getötet beim ersten Mal? Gut, er kommt ja nicht an Land. Ist es schon hier? Haben wir es etwa schon? Jo, wir haben es schon. Ich habe mich noch daran erinnert, dass die Höhle nicht wirklich krass war. Dann gehen wir doch gucken, was wir an der anderen Seite oben finden. Ja, deswegen habe ich auch schon so ganz beherzt gesagt, wir kriegen das vielleicht in einer Folge heute. Ich glaube... man könnte, wenn der Haifisch tot ist, mal... ich glaube, man könnte hier auch raustauchen. Das habe ich noch nie probiert. Aber ich würde jetzt eher zu meiner Falle gehen und den anderen Weg noch ablaufen. Vielleicht ist ja noch was drin, was ich jetzt vergessen habe, weißt du? Ja, dass die Gliedmaßen noch hier rum... kann das sein, dass die Winterjacke in der Höhle war, in der wir zuerst waren? Wobei ich es jetzt hier vermutet hätte, weil das ist so gefühlt die leichteste Höhle, gell? So, ich muss jetzt nur gucken, wo das war. In meiner Falle. Ja, aber dann hat es schon mal super geklappt. Also da bin ich schon mal happy. Wir könnten jetzt raus und alles wäre gut. Deswegen speichere ich jetzt auch da vorne irgendwo. Bis auf die Tatsache, dass er friert, ist eigentlich alles gut, ne? Mein Speer habe ich verloren. Ich würde so gerne mit dem Speer nochmal probieren, aber ich habe halt mit der Falle das genau abmessen. Machen wir dann, aber die kommen ja auch irgendwann raus und werden draußen auf uns warten. Da können wir mal einen in freier Wildbahn testen, ein bisschen üben. Wenn hier nicht noch welcher kommt, hier kommt da bestimmt noch was. Ist das hier... ein versteinerter Blob. Guck mal, da hängen so kleine Ärmeln raus, nämlich. Sollen wir die Falle aufbauen, Nemi? Aber ich glaube, die Höhle war nicht so krass. Bis jetzt sehe ich nichts, was man irgendwie...
Das Leben. Dieses Rascheln kannte ich teilweise schon ziemlich. Okay. Ich tue mich halt einfach leichter, wenn ich sie aufsetze. Warum sollte ich es dann nicht machen, ne? Ja, es war klar. War doch klar, dass er auch kommt. Scheiße. Und daneben. Den hat's zerfetzt schon. Leute, ich glaube, ich habe meinen Kopfhörer wieder falsch rum drin. Haja. Deswegen kriege ich manchmal nicht so mit, wenn sie von der linken Seite kommen und ich denke, hä? Da ist da noch einer, da ist da noch einer! Okay. Nameless, du machst was mit, oder? Weil der hört ja dann auch falsch rum. Der hört ja dann auch falsch rum. Ich hab's gerade mitgekriegt, weil ich dachte, da ist nur der eine. Irgendwie kommt der auf dem anderen Ohr rum. So, die Falle lasse ich mal hier stehen. Nehmen, das hat noch soweit Energie. Das bisschen, was uns fehlt vom... von der Kälte. Damit leben wir jetzt einfach mal. Wir können natürlich auch eine Fellrüstung bauen, ne? Müssten wir vielleicht auf die Jagd gehen, aber ich will halt die Defense daheim machen. Oder war super. Ich glaube, wir beide hatten denselben Lehrer, ne? Scheiße, ich hab mich nochmal erwischt. Hat sie das Skelett angeschuckt? Ja, nameless. Manchmal macht er dann solche Extremschläge, die macht er selber. Das bin dann nicht ich. Aber das war noch nicht alles, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich hier noch kriegen soll. Vielleicht ist es auch nur der Ausgang, Leute. Steht nochmal unser Freund und Helfer. Nicht. Oh. Dann verzichte ich lieber. Warte. Habe ich keine Mollys mehr? Doch. Ey, manchmal funktionieren bei mir diese Schnellwahltasten nicht wirklich. Ich drück und drück und drück. Und da wir ja wissen, dass ich nie auf der falschen Taste bin. Nie. Ich hoffe, der ist allein. Natürlich nicht. Siehst du, jetzt zum Beispiel drücke ich und geht nicht. Die ist mir doch hinterher, oder? Da hängt er.
ich mal. Ja. Jetzt muss ich vegetieren und mal anzünden. Ey, wie sieht's denn aus? Wir haben drei Rüstungen. Wollen wir mal kurz probieren, ob ich den stunnen kann mit dem... Das machen wir lieber mal, wenn wir ein bisschen mehr links und rechts freien Platz haben. Ich sehe ihn nicht. Ich höre Musik. Da ist er. Da könnte ich kotzen, wenn es da nicht klappt. Läuft aber auch nicht durch, ne? Jetzt brauchst du nicht mehr durchlaufen. Ich probiere das jetzt mal so. Immer einer, weißt du? Und dann blocken. Ich könnte theoretisch auch immer hinter ihn drehen, so. Aber der hat halt schon den einen Drehmove auch. Hat er mich wieder erwischt? Jetzt habe ich wieder keine Rüstung mehr. Ich müsste mich eigentlich heilen, ne? Stoppt. Und hat er uns der Po nachgestreckt. Alterle. Wie du da mal ruckzuck runtergeschlagen bist. Na gut. Aber wir leben noch. Und wir hören die Musik. Und ich glaube, hier haben wir alle. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die Musik vom Strand oben kommt. Laufe ich gerade zurück? Hallo, ich laufe zurück. Wie gut ist das denn? So, Leute. Das mit der Falle ist... es ist nice. Es macht Laune, weil es funktioniert. Aber es nervt so ein bisschen, die immer wieder einzusammeln. Deswegen handgefertigter Speer. Ich brauche das Messer und das Blaue. Was? Achso, zwei Sticks. Na gut. Zack. Ich mache mir jetzt Speere. Und dann probiere ich die zukünftig mit dem Speer in die Beine. Okay, das hat super geklappt. Normalerweise kannst du doch mehrfach, ne? Ich mache mir mal noch einen. Weil das ist mit den Fallen, das kann man ja immer so machen, dass wir eine mitnehmen. Aber ich muss gucken, dass ich das ohne Fallen hinkriege, weil das ist echt auf die Dauer. Ich mache den Speer auf die 2. Weißt du, das reicht nämlich eigentlich, dass du hiermit kurz zweimal draufhaust und mit dem hier stunst du den zwischen die Beine und fertig. Das muss ich jetzt üben, bis es klappt und dann läuft. Sowas in der Richtung halt. Muni. War da hinten auch was? An das erinnere ich mich halt auch nicht mehr, Leute. Merken wir uns gleich mal. Also Ziel habe ich ja erreicht, aber irgendwie jetzt aufzuhören, wäre ja auch doof, ne? Wenn wir schon hier rumeiern. Da gehen wir gleich gucken. Ich will mal schauen, was hier noch ist.
Was wird da unten? Da hängt der Radio von der Decke. Vielleicht speichere ich gleich nochmal. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber ich meine, das Radio dürfte ein Hinweis sein, dass es hier weitergeht. Vielleicht ist da unten aber auch mit ein bisschen Glück nur eine Blaupause oder sowas, weißt du? Wobei ich glaube, ich gehe jetzt runter, ich gucke. Das werden wir gleich sehen. Ich wusste gar nicht, dass es hier so runter geht. Das habe ich voll nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Oh, Alter, es geht sautief. War hier noch was in der Höhle? Ich dachte, der Aufhänger für die Höhle zu gehen ist das Ding, ne? Pass auf. Ich gönne ihm nämlich einmal volle Energie. Da fehlt nur noch, dass es so ein bisschen rumwackelt nach dem Raustun. Dösle. Und einmal... Eigentlich wollte ich dir die Fackel in die Hand geben, dass du dich mal kurz wärmst. Guck mal. Hä? Wir sind jetzt aber nicht irgendwie zufällig in dieser... Leute, ich habe keinen Plan, wo es hier überall hingeht, ne? Tatsächlich ein Bauplan fürs Kreuz? Das kenne ich auch noch nicht. Kann das sein, dass dieses Kreuz Glühbirnen hat? Haha, das würde ich so feiern. Ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Ist für mich jetzt gerade alles hier. So ein bisschen neu. Ich hätte mir einen Winterkittel gegönnt, aber gut. Ey, bitte, wo geht's denn hier hin? Hier ist Metallstruktur. Da ist ein Artefaktteil. Cool. Haben wir mehr rausgeholt, als ich gedacht habe. Speer ist auf der 2. Große Axt müsste auf der 1 sein. Und die Fackel mache ich jetzt mal eben auf die 3. Okay, ja, du hast das Artefakt gefunden. Ich bin happy. Cool. Wenn du jetzt noch lebend rauskommst hier, bevor der Winter rum ist, dass wir noch ein bisschen den Winter genießen können. Ich glaube, hier kam ich her, ne? Keine Ahnung. Hier ist eine Sackgasse. Sah jetzt kurz aus, als ob da ein Stückle Kohle liegt. Vielleicht kann man es auch aufsprengen, das weiß ich nicht. Also falls ich jetzt hier was übersehen habe, ich bin echt froh, wenn ich hier wieder rausfinde, merke ich gerade. Es ist ein Drehwurm vor dem Herrn. Was ist denn hier drin gewesen? Aha. Okay, jetzt mal eine andere Frage, Leute. Ich brauche... Konnte man die Dinger nicht mehr... Seilrutschenseil ist separat. Habe ich Knochen? Ja.
Weil die Seile jetzt liegen lassen, wäre ja auch doofsinnig, ne? Guck mal. 1, 2, 3, 4. Ich mache einfach mal 4. Und... ja, dann hat es doch die Folge ausgefüllt heute. Was okay ist. Vollkommen okay. Wir haben ein Artefakt, wir haben einen Bauplan. Das Kreuz bauen wir natürlich repräsentativ, ne? So lohnt sich's. Guck. Und jetzt kannst du die Seile nämlich hier mitnehmen und dann bist du ausgestattet, mein Freund. Nun gut, jetzt schauen wir mal, wie wir wieder rauskommen. Die Falle, wenn ich die noch irgendwo stehen habe, dann steht sie halt. Die brauche ich da nicht unbedingt. Baue ich mir eine neue. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gab, aber jetzt haben wir auf jeden Fall das, was wir wollten. Tauchgerät und eine Flasche. Das Kreuz. Super. Ich freue mich tierisch auf morgen, Leute, weil dann gehen wir oben an die Base. Dann bauen wir nämlich... auch die Eingänge, die drei. Ah, ich dachte, ich bin schon da. So, du bist dahinter gecrouched, ne? Das weiß ich noch. Und da sind wir dann, haben wir aufgehört weiterzulaufen, ne? Hier bin ich rein und da hinten links war nochmal ein Eingang oder Ausgang oder was auch immer, wo wir noch gucken können. Da hing das Radio runter. Hier geht es jetzt erstmal weiter. Entweder geht es hier raus. Cool ist, dass die ganzen Bunker noch auf uns warten. Ist aber auch so eine Geschichte, wo du eventuell... explosive Kohlefaserpfeile, Haftbombe, Schock-Kohlefaserpfeile. Das sind Pfeile drin, die ich noch gar nicht kenne. Müssen wir uns mal die Tage angucken. Irgendwann haben wir ja auch den guten Bogen, denke ich mal. Kohlefaserpfeile mit Schock. Meine Freunde. Eigentlich kann ich es am besten damit. Komm, spring eins. Hast du? Der müsste zwei abhaben. Ich glaube, zwei brauchen sie immer, ne? Ein Fortsklast noch, die alte Sau. Okay, die habe ich offensichtlich schon zweimal gewickelt. Hey, wie ist bei, die habe ich schon zweimal gewickelt. Ja, genau. Als der Scheißerle gemacht hin. Denk dran, nämlich, ich habe die Falle nicht mehr, ne? Wieder Batterie verbraucht. Trotzdem wäre es jetzt cool, wenn wir fertig wären. An den Raum erinnere ich mich irgendwie, Leute. Die Stun-Gun! Richtig! Habe ich auch nie benutzt. Hast du noch eine Dose? Sicher? Ja. Ja, genau, ich erinnere mich, wie der da vorbeigeschlichen ist, der alte Simpel. Die Frage ist, müssen wir jetzt auf dem alten Weg zurück? Ja, ich glaube, wir müssen hier einfach zurück. Das heißt, wir können jetzt gucken, wie wir rauskommen. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ich meine, wollen wir spaßhalber beim Haifisch probieren, den zu töten und ob man da raustauchen kann? So zum Abschluss, weil das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich müsste es halt nochmal hinfinden und den Haifisch vielleicht schießen dann. Oder ich mache Haftbomb. Ich weiß auch nicht, ob jetzt noch irgendwo welche sind. Ich habe nicht das Gefühl... Ganz schlimm ist eigentlich, dass ich keinen Plan mehr habe, wo ich bin, ne?
Vielleicht mache ich hier eine kleine Blende und wenn ich beim Haifisch unten bin, hole ich euch wieder rein. Oder wenn unterwegs jetzt noch einer kämpfen will, ne? Obwohl, das sieht ja eigentlich gerade ganz gut aus, was ich hier mache. Leute, da müsste ja dann die Falle theoretisch kommen. Habe ich sie abgebaut, gell? Dann war das nämlich zuletzt hier. Und hier unten war es, glaube ich, mit dem Haifisch. Ja, aber dann habe ich jetzt aber ziemlich Glück gehabt mit meiner Orientierung. Man kennt das ja bei mir. Wenn es da unten nicht ist und ich nochmal zurück muss, mache ich eine Blende. Sind wir gerade gecrouched, bevor ich... Ist halt schon wieder 10 Minuten her. Ja, das ist vorhin schon runtergeflogen. Ja, alles klar. Da hat aber einer die Orientierung heute gefressen. Mit dem Löffel. Mit dem Löffel. So, ich probiere natürlich mal mit der Haftbombe. Ist er dran an ihm? Sieht er für euch tot aus? Jo, dann hat es geklappt. Ist ja schon mal geil. So, wo ist der Rebreather hier in dem Spiel? 3 Jahrzehnte später. Hier oben rechts. Hier ist er. So, ich hopfe jetzt rein. Der Haifisch ist ja tot. Geht's da wirklich irgendwo hin? Oder tauche ich gerade nur... Ich hoffe, ich habe genug. Da geht's tatsächlich, guck mal. Jetzt sind wir gerade irgendwie gefühlt raus, ne? Hier sind Pflanzen. Okay, was halt nicht so geil ist, nehmen das. Aber wir sind tatsächlich hier rausgetaucht. Was nicht so geil ist, A, es ist Nacht. Da könnte ein Haifisch jetzt hier jeden Moment kommen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja, Leute, dann machen wir uns morgen gemeinsam auf den Rückweg. Und dann steigen wir in diese Folge ein. In diese Baufolge, die ich so gestalten will, dass sie angenehm anzuschauen ist. Nicht langweilig wird. Ja, wisst, was ich meine. Hier, wir sind in Sicherheit. Ziele haben wir erreicht. Mehr sogar, als wir erreichen wollten. Wir gucken uns auch das Kreuz an. Und dann geht es hier morgen gemütlich weiter. Ich speichere jetzt hier ab. Und dann fliegen wir morgen heim. Ich freue mich drauf. Bis dann.